Herzlich willkommen zurück, zurück, klar. Zurück zur, ja, 99. Folge. Sehr schön. Und nochmal schnell gucken, ob das hier noch alles so schön synchron ist. Ich kriege jetzt hier richtig Trauma, dass es hier irgendwie nicht mehr synchron ist. Ja, sieht gut aus. Jetzt hatte ich in der Aufnahme mein Video. Das heißt, wir haben jetzt hier Inception des Grauens. Wartet. Gleich kommt hier das. Ja. Und wir haben es geschafft. Wir haben Video. Easy. Das ist so dumm. Aber es funktioniert. Sehr schön. Gut. Ja. Was? Genau. La. So. Sehr schön. Genau, dann bauen wir erstmal noch unsere Felder weiter und dann können wir da mal die ersten paar Tiere einsperren. Und dann müssen wir gucken, weil ich würde auf längere Zeit, ich will die Tiere ein bisschen größer züchten, also die Tiere nicht größer züchten, hä? Aber so, dass wir mehr haben. Dann müssen wir mal gucken, ob wir auf Dauer mit diesen 6x6 Feldern reichen oder ob ich hier auf kurz oder lang tatsächlich alles hier hinten fälle und hier ein riesiges Gattergedüngs hinmache. Das wäre technisch sogar möglich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kommt. Oh, ich bin voll. Ja gut, das hier. Achso, ich kann einfach Sachen hier noch umpacken. Ha! Achso, nee, kann ich nicht, weil es braucht ja gleich als Bau. Ach komm, du kannst weg. Du kannst rein. Ich räume einfach mal auf hier. Feierabend ist ja schlimm hier. So. Kannst weg. Nein, du kannst. Oh, das Papyrus ist drin. Warum eigentlich? Egal. Da, weg. Du kannst auch erstmal. Nein, du bist, Holz. Nein, Holz. Du da rein. Euch brauche ich noch. Sieht gut aus. So, die Holzhörner reichen auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich damit noch bauen kann. Ich gucke erstmal, ob es reicht. Ich nehme sicherheitshalber euch mal nochmal mit. Weil die Kreaturzäune dürften wahrscheinlich nicht reichen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier geht es dann weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier geht es dann weiter. Bin ich in der richtigen Flucht? Ja, bin ich. Sehr schön. Und da sind die Zäune schon leer. Sag ich doch. Aber mir glaubt immer keiner. So, 1, 2, 3. Mam. Bam. Her damit. Das reicht garantiert auch nicht. Es wäre ein Wunder, wenn das reichen würde. So, da haben wir das Ding schon mal. Da haben wir. Das war klar. Haben wir das Ding schon mal. So. Ja, das reicht sowas von überhaupt nicht. So, wir brauchen noch 6 Zäune. Ansonsten ist hier alles gemacht, ne? Ja. Sieht gut aus. Gut, wir brauchen 5 Zäune. Naja, natürlich wäre genau einer zu wenig, einer zu viel. Das heißt, wir müssen 8 Zäune machen, weil, ne, ist ja immer nur eine durch 4 teilbare Zahl. Danke dafür. So. Komm jetzt dahin. Du dahin. So. 1, 2. Hier bitte weg. Dankeschön. So. 1. War das klar? Ja, dann muss halt weg. So. Und perfekt. Gut. Die Wildschweine, die können hier ein bisschen auf das, ne? Hier ist ein bisschen so erdigere Erde. Da können die ruhig hin. So, die Hühner. Die Kühe hätte ich gerne hier richtig schön auf der sattgrünen Wiese. Also da zum Beispiel. So,
Hier vorne packe ich mal. Nee, die Schafe packe ich hier. Nee, doch, die Schafe packe ich hier vorne hin. Und da hinten kommen die Hühner hin. Perfekt. So, und ich hoffe, die Tiere kommen hier niemals durch. By the way, was mir gerade einfällt, brauchen wir noch diese Schutzsteine. Ha! Da war ja was. Mops. Schutzsteine. Boah, leck mich am Arsch. Willst du mich ruinieren? Für einen einzigen Schutzblock brauchen wir einen Goldblock. Ist nicht euer Ernst. Wir bräuchten also 72 Gold. Ja gut, wie viel habe ich? 15. Achso, ich habe noch ein bisschen. Also will das sogar tatsächlich sogar schaffen, aber scheiße, ist das teuer. Was ist los mit euch? Ach, Rinder mit dir. So, wie viel Stein haben wir? Stein müssten wir genug haben. Achso, ja, der ganze Cleanstone ist jetzt natürlich hinten im Lager. Dann hole ich dir mal kurz. Wir brauchen 64. Vor allem die Frage ist halt, brauche ich jetzt wirklich nur die? Oh, ich bin so ein Lasso sogar. Oder brauche ich denn auch irgendwas anderes, so wie ich jetzt so Name Tag? Weil die Frage ist, was brauche ich, damit die Tiere permanent da bleiben? Da müsste so ein Schutzstein eigentlich ausreichen. Mal gucken. So, Cleanstone. Genau. So, gehen wir mal zurück. Ja, dann werden wir also dann auch demnächst mal wieder unten in die Höhle reingehen. Wir brauchen definitiv mit die definitiv mehr Gold. Seht ihr, alle Tiere sind wieder da. Weil Tiere nämlich nicht despawnen. Die Frage ist, warum ist denn die Kuh vorhin so extrem schnell verschwunden? Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut, komm. Wir gehen mal hier erstmal bei uns ins Haus rein und machen hier die komischen Schutzsteine. Na, passt ja fast. Ach so, jetzt darf wohl nicht alles verschwinden, weil wir brauchen ja wahrscheinlich auch noch Rohgold später denn für Technik-Mod. Das heißt, ich darf jetzt noch. So. Habe ich genau 72. Genau so viel, wie ich brauche. Und das restliche Gold packe ich wieder oben rein. Sehr schön. Ah ja, wir müssen definitiv auf Gold zurückgehen. Also wenn wir Gold definitiv sehr viel brauchen. Gut, dann nehme ich also Gold auch immer mit, sobald ich das finde, weil ich werde die Tiere auch vermehren. Das heißt, ich werde ein paar mehr haben als 8. Und ja, das ist natürlich. Weißt du was? Vielleicht mache ich doch ein paar Namen-Tags. Dann vermehre ich die Tiere zwar. Wird aber immer zwei besonders geschützt haben und die dann auch mit Namenstag versehen, die ich dann auch nicht kille. Jetzt muss ich nur gucken, wie war ein Namenstag? Das war einmal Papier, einmal schwarzer Farbstoff, einmal String. String sollte ich sogar noch das nötige Material. Kann man das zurückverarbeiten? String. Nee, kann man nicht. Das heißt, ich brauche Rohmaterial. Dann brauche ich Papier. Papier haben wir. Ge nee, ist Plastik. Wie kriege ich denn Papier? Ja, Sakrileg. Ach, Lasso. Ah, damit kann ich die auch hinter mir herziehen. Ja, klar. Wenn man dafür einen Diamant braucht. Ich meine, wer kennt das nicht? Meine Lassos versehe ich auch immer. Versehe ich auch immer mit Diamanten. So, Papier ist das. Okay, interessant. Das Witzige ist, haben wir sogar.
Halt, wie viel brauchen wir davon? Hier bekommen wir 4 Stück raus und wir brauchen 1 für 1. Das heißt, wir brauchen 4 Stück mal 2, also brauche ich 6 hiervon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir quasi 8 Papier. Jetzt brauchen wir noch 8 mal schwarzen Farbstoff. Das bekomme ich durch Kohle. Und jetzt brauche ich noch 8 Strings. Das heißt, ich muss hier ein bisschen. So. Sehr schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Yay. So, da sollten die Tiere jetzt auf Dauer geschützt sein. Gold sollte mittlerweile auch fertig sein. Sehr gut. Dann Schutzstein. Alles. Achso, ja, das hat ja gut funktioniert. Ich muss erstmal die hier zu Goldblöcken verarbeiten. So, jetzt alles. Dankeschön. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Wahrscheinlich Rechtsklick. Wow, sogar mit Soundeffekt. So, ich mache einfach mal. Ja. Miss und Mister, oder? Miss Pick. Mr. Pick. Ach, die haben sogar unterschiedliche Farben? Hat das irgendeine Bedeutung? Okay. Oh, der hat sogar ein Ei gelegt. Na, schau mal einer, guck. So, komm mal her, meine kleine Süße. Das Problem ist halt, ich komme jetzt ja auch selber nicht mehr raus, ne? Egal. So. Mister. Gott, was heißt denn Huhn nochmal? Also ich weiß, was heißt schicken, aber ich weiß nicht mehr, wie es geschrieben wird. Ich hoffe es mal. Mister Schicken. Und die gute Weiße. Heißt Mrs. Chicken. Hier ist grün. Kann das sein, dass es deren Leid an, also Nahrung und so, also wie viel Lebensenergie die haben? Kann das sein? Ich weiß halt auch gerade nicht, was Schweine überhaupt essen. Ha! Ich gebe dem einfach mal hier so. Gleich mal gucken, ob die. Was tue ich hier gerade? So, mal gucken, ob die das Zeug essen. Nein. Das auch nicht. Das ist der. Was ist denn Schweine? Ich meine, der nennt sich doch in der Regel auch von Grünzeug, oder? Was wenn ich dir gebe? Passiert gar nichts. Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, was sie essen, dann weiß ich auch gar nicht, wie ich vermehren soll. Kann es sein, dass ich gerade einen riesigen Fehler mache? Okay, also die Kühe reagieren direkt darauf. Die anderen Tiere gar nicht. Gut, bei den anderen Tieren kann es sein, dass sie hierauf reagieren. Also bei den kleinen Küken zum Beispiel weiß ich das. Die essen das hier. Eher. Siehst du, schon gucken sie mich an und laufen auch zu mir. Okay, ja. Das heißt, die Farbe gibt die Gesundheit an. Dann wäre jetzt die Frage, was die Wildschweine essen. Die essen doch bestimmt Kakao, oder? Kaffee. Gut, da muss ich dann mal gucken, was die essen. So. Okay. Hier muss ich auf jeden Fall erstmal wieder raus. Ohne dass die hier rauskommen, wenn es geht. So. Mr. Co. Und. Habe ich dich anvisiert? Ja. Mrs. Co. Die sind auch beide gelb.
Okay, also das essen sie schon mal nicht. Das essen sie. Okay, jetzt sind sie auch beide grün. Sehr schön. Cool, sehe ich halt also direkt am Namen, wie sehr sie gedamaged sind quasi. So. Die haben beide die gleiche Farbe. Das heißt, hier kann ich wieder aussuchen. Also ist das wieder Mrs. Sheep. Ist eine ganz billige, wisst ihr. Okay, die ist bereits grün. Und Mr. Sheep. Okay, die sind auch alle grün. Gut, bei den Wildschweinen muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, was die futtern. Ja, gut. Ich gehe mal hier ganz kurz zu meinem Feld. Das hier, ne? Ja gut, ich bekomme kaum was. Ja, hat ja voll funktioniert. Ach komm, Alter, leck mich doch. Ist meine Sättigung lässt auch langsam zu wünschen übrig. Was ist denn hier eigentlich los? So. Du kommst da wieder rein, du kommst da wieder rein. Von dir nehme ich mal ein bisschen was. So, ich sag mal so, ich nehme einfach mal ein paar, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir die unsere Wild. Ach so, halt. Noch, haben wir was für uns? Ja. Haben wir. By the way, könnt ihr hier gleich rein. Läuft er? 78? Aha, läuft nicht. Jetzt läuft er. Seht ihr, genau so soll es sein. Jetzt sehen wir, aha, jetzt läuft's. Perfekt. So muss das sein. Ist doch geilo. Das nenne ich mal Automatisierung. Achso. Wir wollten ja was essen. So. Dann rennen wir mal schnell zu unseren Schweinchen und hoffen mal, dass sie hier diese komischen Samen essen. Ich wüsste zwar nicht, warum Schweine Samen essen sollten, aber okay. Es ist okay. Zumindest haben die darauf reagiert. Oder auch nicht. Was zur Hölle essen Schweine? Die werden ja wohl kaum Fleisch essen. Schnauze. Also ich weiß von Bären, dass Bären halt Honig essen. Die Frage, tun das Schweine auch? Ich habe halt absolut keinen Plan. Wer hat Tiere erfunden? Warum gibt es Tiere? Oh, aber mehr gibt es ja gar nicht. Ich meine, die werden ja wohl kaum Milch trinken. Und der da hinten, diesen Mrs. Pig, nee, Mr. Pig, dem geht's echt beschissen. Ich meine, hier unsere Mrs., ne? Unsere Mrs. Pegida, die ist halt gelb. Was auch immer gelb bedeutet, aber der da hinten ist halt orange. Und orange heißt wahrscheinlich nichts Gutes. Gehe ich einfach mal von aus. Ich mache mal hier ein bisschen mein Inventar frei und klatsche einfach mal ein paar Sachen rein. Siehst du, ich könnte mal heute ein paar Beeren probieren. Vielleicht essen die ja Beeren. Ich weiß es nicht. Moos. Ohne Moos ist nichts los. Dann vielleicht noch Blumen. Blätter essen die Schweine nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Gras. Sonnenblumen vielleicht noch. Mal ein bisschen durchprobieren hier. So. Gar nichts von denen. Scheiß doch die Wand an. Das ist ein. Was zur Hölle ist ein Schweine? Gut, wir haben noch 10 Minuten.
in diesen 10 Minuten gucke ich mal kurz im Quellcode nach. Vielleicht finde ich da was Brauchbares. Hühner. Lass ich erstmal im Inventar. Achso, ja, du bitte raus. So, dann gucken wir mal gemeinsam im Quellcode nach. Das geht relativ easy. Media. Nein. Home. Knoppix. Mein Test. Mods. Nein. World. German. Kreativserver. Keine Angst, ist nicht der richtige Kreativserver, sondern ist eine Kopie, die ich hier für private Testzwecke habe oder aber um mal schnell nachzugucken. World Mods. Plant Life. Nee, halt. Scheiße, war jetzt ja das erste doch richtig. Mods und da Mobs Animal. So. Pick, 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 pick. Pumba, Pumba, Pumba. Wo ist denn Pumba? Ich sehe Pumba gar nicht. Panda. Bunny, Chicken, Crow, Depends, Lua, Hund, Ratte, Pinguin, Panda, Lucky Sense. Kann doch gar nicht sein hier. Pumba, aber wieso finde ich hier kein Pumba? Datei finden. Pumba. Bunny Chicken, Lucky Blocks. Ja, und welche von den. Run away from Pumba. Ja, okay. Hasenlaufer ist mal von links heraus da weg. Pumba. Auch mit weglaufen. Ach, kann natürlich sein, dass die direkt in Mobfredo mit drin ist. Pumba. Ich bin doch bescheuert. Ich hab hier Wachhund gelesen. Ich weiß gar nicht warum. Okay, Pumba. Attack, Group Own, Attack, Reach, Damage, Armor, Mesh, Texture, Sound, Walk, Follow. Apfeln und Tomaten. Tomaten. Ja, ich habe Tomaten auf den Augen. Das hier sind Kartoffeln. Äpfel, das ist ja geil. Okay, gut. Da haben wir es ja. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Gut, dann heißt also, nächste Folge füttern wir unsere Schweinchen denn mit Äpfeln. Easy. Bis dann.